ich in diesem Video mache, dürft ihr auf keinen Fall nachmachen. Denn wie ihr es bereits am Titel gelesen habt, machen wir heute was ganz Besonderes. Und zwar um 3 Uhr nachts. Okay, jetzt fragt ihr euch... Und was jetzt? Leute, ich erkläre es euch. Es ist eigentlich ganz simpel. Und zwar werden wir heute einfach mal das brandneue Rainbow Friends 3 spielen. Und das Ganze um 3 Uhr nachts. Denn wenn man das Rainbow Friends 3 um 3 Uhr nachts spielt, sollen da sehr, sehr merkwürdige Dinge passieren. Und das Ganze werden wir uns heute anschauen. Deshalb, Leute, wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, verprügeln wir immer den Like-Button. Lasst, wenn ihr neu seid, ein Abo da. Würde mich richtig freuen. Und kommentiert mal, ob ihr das neue Rainbow Friends 3 schon kennt. Und wenn nicht, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox! So, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Ja, ihr habt es richtig gesehen, wir werden heute einfach mal das neue Rainbow Friends 3 spielen. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen kurz halten, denn mittlerweile ist es einfach schon 3.07 Uhr. Und sobald es 4 Uhr ist, funktioniert das Ganze wahrscheinlich nicht mehr. Also lasst uns jetzt sofort reinstarten. Ihr seht es im Hintergrund. Da sehen wir nämlich schon einmal das Thumbnail von den Rainbow Friends 3. Und zwar sehen wir da Blue, aber nicht in Blau, sondern einfach mal in einer gelben gebunden Mischung zwischen irgendwie lila, blau, gelb und keine Ahnung, was das für Farben sind. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig aus. Ansonsten seht ihr auch unten nochmal Rainbow Friends Kapitel 3. Und es sind auch aktuell schon 3000 Leute in dem Spiel aktiv und das einfach mitten in der Nacht, was geisteskrank ist. Deshalb würde ich sagen, lasst uns nicht lang um den heißen Brei reden. Wir drücken jetzt auf Start und schauen uns mal an, was uns jetzt erwartet. Viel Spaß. Okay, es geht los. Wir sind in einem Schulbus. Und warte mal. Habt ihr das auch gesehen? Ich weiß nicht, was abgeht. Wir sind in unserer Klasse irgendwie mitten in der Nacht unterwegs. Besuchen jetzt unsere Schule. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was Phase ist. Aber wir haben gerade auf... Professor Red und der neue Rainbow. Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht am Leben lassen. Du weißt zu viel. Warte, was? Leute, was geht ab? Hast du das gesehen? Er ist uns zur Schule gefolgt. Wir müssen ihn fangen. Anscheinend müssen wir den neuen Rainbow jetzt einfangen oder so. Okay, also anscheinend sind wir jetzt hier in der Schule und müssen jetzt hier auch wieder so Aufgaben erledigen. Ihr seht rechts, 15 Seile müssen wir holen gehen. Also an sich ist es wie Chapter 1 und Chapter 2 aufgebaut. Nur sind wir diesmal hier in der Schule. Also ich sag euch ehrlich, ist echt ungewohnt. Vor allem, es ist gerade bei mir auch wirklich 3 Uhr nachts und wir sind hier wirklich auch im Spiel 3 Uhr nachts irgendwie unterwegs. Also hier ist alles dunkel. Hier sind so verschiedene Räume. Hier ist zum Beispiel so eine Theaterhalle oder was auch immer das ist. Aber ich glaube, schaut mal, hier ist direkt das erste Seil. Wir holen das direkt mal. Wir brauchen noch ganze 11 Stück. 4 Stück haben wir schon. Okay, das ist sehr gut. Aber warte mal, es sterben gerade Spieler. Warum sterben die? Das Monster hält sich hier schon direkt in der Schule auf oder so. Ich schwöre, ich habe richtig Angst gerade. Okay, warte mal. Wir sind, glaube ich, auf dem Hof jetzt oder so. Was ist das hier? Oh, hier waren Seile. Sehr gut. 8 Stück haben wir schon. Okay, 7 Stück noch. Kommt schon, kommt schon. Wir müssen alle zusammenhalten. Okay, hier ist so ein Computerkabinett. Irgendwie. Da ist auch so ein Windows-PC, Digga. Einfach, was geht hier denn ab? Aber okay. Das Licht ist ausgegangen. Okay, anscheinend spielt hier auch jemand mit dem Elektrokasten rum. Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, es ist Rainbow Friends 3. Hier ist jetzt gerade so eine Malhalle. Irgendwie Kunstunterricht. Hier werden so Bilder gemalt. Vielleicht gibt es auch irgendwelche... Oh mein Gott! Habt ihr das gerade gesehen an der Tür? Der neue Rainbow war gerade da. Können wir uns verstecken? Wir verstecken uns im Spind. Was ist, wenn er hier reinkommt? Ich weiß weder, wie er tickt, wie seine Sinnesorgane drauf sind, was er für Fähigkeiten hat, ob er gut hört, ob er gut sieht, ob er schnell ist, ob er langsam ist. Wir wissen gar nichts über ihn. Außer, dass er gelb ist und irgendwie so ein komisches Muster hat. Aber okay, ich glaube, wir können weiterlaufen. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Aber okay, ist auch noch ein Spieler, Gott sei Dank. Okay, wir haben aber schon 9 Seile. Wir gucken mal weiter. Digga, ich habe richtig Schiss, die ganze... Der neue Rainbow! Oh mein Gott! Renn um dein Leben! Versteck dich! Im Spind, versteck dich! Oh mein Gott! Alter! Bro, ich hatte richtig Schiss gerade, ich schwör! Auf einmal war der da einfach! Digga, ich darf auch nicht so laut sein. Meine Nachbarn bringen mich um. Es ist gerade 3.17 Uhr mittlerweile. Digga, was geht hier ab? Okay, aber ich glaube, die Luft ist rein, Freunde. Gut, wir gucken mal weiter. Komm, noch 2 Seile brauchen wir. Wir folgen mal den Pfeilen. Warte mal, da hinten, es wird jetzt markiert. Das sind die letzten 2. Ich gucke trotzdem mal, was es hier noch gibt. Okay, hier war, glaube ich, der Eingang. Hier gibt es halt wirklich richtig viele Räume. Hier ist jetzt so eine Bibliothek oder was?
Okay. Ich schwöre, ich kack mir gleich ein. Was geht hier ab, Alter? Holy moly. Okay, wir sollten einfach jetzt die Seile holen gehen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viele schon gestorben. Ah! Oh mein Gott. Ich hab das gar nicht gecheckt. Er ist hinter mir. Renn, renn, renn. Oh mein Gott. Versteck dich. Nein, hier. Er steht da, glaube ich, noch, oder? Ich weiß es nicht. Er hat einen aufgegessen. Oh mein Gott. Aber ich glaube, es wurden alle gefunden, ne? Alle Seile. Da ist er. Fangen wir ihn mit den Netzen. Warte, wollt ihr jetzt, dass ich den fange, oder was? Warte. Hä, was macht der? Ich glaube, wir müssen ihn jetzt, glaube ich, fangen oder so. Oh mein Gott, der macht so Laserstrahle, Alter. Wir müssen ihn fangen. Fang ihn. Komm schon, fangt ihn doch. Er teleportiert sich jetzt. Was geht hier ab? Alter, was passiert hier? Fang ihn. Okay, jetzt angreifen. Jetzt. Macht irgendwas. Sie müssen ihn schlagen, glaube ich. Komm schon, fangt ihn ein. Wir haben ihn gleich. Komm schon, gibt alles. Gibt alles. Nein, okay. Er macht wieder Laserstrahl. Ich glaube, jetzt ist er unverwundbar. Oh mein Gott, wir dürfen uns nicht treffen lassen. Wir verstecken uns einfach hinter dem Schulbus. Alter, holy moly. Was geht hier ab? Okay, komm, jetzt. Wir haben ihn. Nein, er teleportiert sich wieder. Was passiert hier? Oh mein Gott, er dreht komplett durch. Was? Er teleportiert sich die ganze Zeit. Es ist unmöglich, ihn zu fangen gerade. Alter, kommt schon jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt alle auf ihn. Alle gemeinsam. Macht schon was. Kommt schon, schlagt ihn. Macht ihn fertig. Ja! Yeah! Schau, wir haben ihn. Haben wir ihn? Was passiert jetzt? Er ist weg. Wir haben ihn. Er liegt jetzt auf dem Boden. Lol. Denkst du, du kannst mich besiegen? Dr. Professor ist noch am Leben. Mal sehen, wie die Orange gefällt. Moment. Warte mal. Der Regenbogen ist weg, also Blue ist weg. Er liegt nicht mehr da. Dr. Professor Rot ist auch weg auf einmal. Nein. Oh mein Gott, was passiert hier? Okay, ich sag euch ehrlich, sehr creepy. Aber wir haben die nächste Aufgabe bekommen. Wir müssen jetzt Rucksäcke finden. Aber ich sag euch doch, um 3 Uhr nachts passieren hier sehr merkwürdige Dinge. Aber warte ganz kurz, hier ist der erste Rucksack. Ganz kurz, was ich sagen wollte. Also ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, ob ich ihn einfach Blue nennen soll, ob ich ihn Yellow nennen soll, weil er ist ja so gelb. Aber er war auf einmal einfach weg. Ihr habt das gesehen. Wir hatten ihn eigentlich gefangen, ne? Aber er ist einfach verschwunden auf einmal und ich weiß nicht, wo er hin ist. Wir sind jetzt nochmal auf dem Schulhof. Hier ist noch ein Rucksack, sehr gut. Aber nein, es wurde wieder einer umgebracht. Ihr seht es oben. Digga, Kacke. Wir gucken mal weiter. Okay, hier ist glaube ich... Ja, hier waren wir schon vorhin. Ich weiß halt echt nicht... Lauf, lauf, renn, oh mein Gott. Renn, 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 renn. Wir müssen uns verstecken. Warte, wartet, 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 versteck dich hier rein in den Spind rein. Oh mein Gott. Kommt der? Er ist raus. Oh mein Gott, das war so knapp. Ihr habt es gesehen, er hätte mich fast umgebracht. Und das Ding ist, hier in Kapitel 3 gibt es, glaube ich, keine Respawns. Was ist das denn? Das ist ein neues Monster, oh mein Gott. Oh mein Gott! Okay, wir beruhigen uns. Digga, das war übel knapp. Licht ist wieder aus. Wir sind raus. Warte, Yellow kommt wieder. Yellow ist wieder da. Ich versteck mich wieder. Ich komm grad gar nicht. Oh mein Gott! Ich komm grad gar nicht auf mein Leben klar. Was passiert hier? Wir müssen noch 7 Rucksäcke finden. Kommt schon, Leute. Ihr müsst die irgendwie finden ohne mich. Digga, ich habe das gar nicht gecheckt. Es gibt anscheinend nicht nur ein neues Monster. Es gab auch ein zweites neues Monster. Ihr habt das gesehen. Aber okay, ich bin erstmal wieder raus jetzt aus dem Spind. Wir können hier nicht ewig drinne gammeln. Wir müssen weiter Rucksäcke finden. Anscheinend gibt es mit jeder Aufgabe, wie in Kapitel 1 und Kapitel 2, auch ein neues Monster. Hier in Chapter 3 aber komplett neue Monster. Anscheinend sind die irgendwie alle so bunt. Wartet mal. Da hinten ist eins. Guckt euch, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ganz hinten rechts in der Tür war ein Monster. Wir müssen weiter gucken. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir der letzte Überlebende sind, weil es werden aktuell keine Rucksäcke mehr gefunden. Wir haben jetzt eben noch schnell einen gefunden. Hier ist, glaube ich, die Turnhalle oder so. Ich habe keine Ahnung. Rein in den Spind! Oh mein Gott! Digga, das kannst du keinem erzählen, Bro. Nein! Ist er weg? Ich sehe es nicht. Ich glaube ja, ich habe die Luft ist rein. Digga, was passiert hier? Nein! Nein! Nein, 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 nein! Renn, Bro, renn nochmal direkt in den Spind rein, direkt rein! Es sind 2! Alle Beine sind hier, alle Beine! Oh mein Gott, Bro, ich kann das nicht mehr! Es ist 3 Uhr nachts, was passiert hier gerade? Einfach alle beiden Monster waren gerade bei uns. Die chillen, guck mal hier! Die chillen beide hier!
Okay, jetzt sind sie weg. Ich glaube echt, wir sind die letzten beiden Überlebenden. Wir müssen aber noch 6 Rucksäcke finden. Wie sollen wir das machen? Wir rennen jetzt. Okay, wir sind raus. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Okay, wir müssen weiter. Was ist hier? Nee, hier war der Eingang. Wir müssen weiter gucken. Auch immer um die Ecken gucken, ob irgendwo ein Monster ist. Bibliothek. Neuer Rucksack. Sehr wichtig. Wir müssen die Bibliothek abchecken. Noch ein Rucksack. Sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube echt, wir sind nur noch zu zweit. Ich glaube echt, wir sind wirklich alleine mit der anderen Person gerade. Okay, jetzt. Nein. Yellow ist da. Renn. Wir müssen weiter. Yellow ist da. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt das andere Monster von der Seite kommt. Sonst sind wir richtig am Arsch. Ist hier wenigstens ein Rucksack oder so? Digga, nein. Wo sind die restlichen Rucksäcke? 3 Stück noch, bitte. Okay, wir haben noch einen. Die letzten 2 werden angezeigt. Da hinten ist noch einer. Und direkt nebenan ist auch noch einer. Ey, komm schon, wir schaffen das. Drück mir die Daumen, lasst ein Like da. Lasst ein Like da, Freunde, dafür, dass wir das hier ganz alleine machen. Der ist halt ganz hinten am anderen Ende. Aber er wurde gefunden. Wir sind weiter. Nein, wir können nicht einfach weglaufen. Ich hab recht. Wir können nicht weglaufen. Lasst uns ihn besiegen. Wir müssen etwas als Waffe verwenden. Okay, anscheinend sollen wir jetzt eine Waffe oder so finden, ne? Schnell, wir müssen Bleistifte sammeln. Wir haben noch ein paar Aufgaben vor uns. Professor Roth, wie konntest du sie nicht fassen? Gut, ich mache es selbst. Okay, anscheinend will Professor Roth jetzt sich selbst um uns kümmern. Das ist nicht so gut. Und das Ding ist auch, wartet mal. Wir bekommen gerade keine Aufgabe angezeigt. Wir sind auch wirklich alleine. Okay, jetzt, warte, stopp. Stopp, jetzt. 0 von 10. Wir müssen 10 Bleistifte finden. Das Licht ist wieder aus. Und wir sind wirklich die letzten beiden Überlebenden. Es könnte aber sein, dass jetzt mit der dritten Aufgabe auch ein drittes neues Monster hinzugekommen ist. Ich habe auf jeden Fall den ersten Bleistift hier direkt in der Bibliothek gefunden. Sehr, sehr wichtig. Es wird gar nicht mal so leicht, die ganzen Bleistifte jetzt hier zu finden. Okay, warte. Hier ist noch einer. Sehr, sehr gut. 3 Stück haben wir schon. Nein, Yellow. Yellow kommt. Verstecken. Direkt rein in den Spind. Direkt rein. Oh mein Gott, das war close. Komm. Warte mal, hier ist Chemieraum, hier waren wir noch gar nicht. Hier ist ein Bleistift, sehr wichtig. Okay, 4 Stück haben wir schon, noch 6 Stück. Ah! Oh nein, beide sind hier, 3, alle 3! Ah! Bro, ich hab mir gerade eingekackt, fast. Also fast, beruhigt euch, Freunde, fast! Es waren gerade alle 3 Monster bei mir in einem Raum, sie hatten mich fast! Fast hatten sie mich! Wir müssen kurz gucken, ist hier frei? Ich glaube schon, oder? Okay, aber hier ist kein Bleistift. Wir müssen weiter gucken. Ich höre Steps. Egal, wir haben einen Bleistift. Wichtig. 5 Stück noch. Oh, Yellow ist da. Egal, wir sind in Sicherheit, glaube ich. Ich habe ein bisschen auch das Gefühl, dass ich nur noch ganz alleine bin irgendwie. Ich habe ein bisschen das Gefühl. Nein! Warte! Er ist weg. Oh mein Gott. Warte, Yellow kommt. Boah, die versammeln sich hier gerade alle. Was geht hier ab? Wir brauchen nur noch 4 Bleistifte. 4, komm schon. Wir gucken weiter. Nein, Yellow ist da. Yellow ist da, egal, wir laufen weiter. Ist uns egal. Oh nein. Nein, nicht gut. Es kommen beide. Das ist nicht gut. Egal, wir beruhigen uns. Wir müssen ganz kurz chillen. Hier muss irgendwo noch ein Bleistift sein. Oh mein Gott. Digga, Mann, ich schwöre, ich habe mich so erschrocken. Ich dachte gerade, das ist ein Mitspieler, aber das war einfach das Monster, Bro. Nein! Nein, der letzte Spieler ist gestorben. Nein, wir sind alleine. Ah, nein, Red, Professor Red ist hier. Digga, es sind no joke gerade 3 Monster unterwegs. Und ich muss mich noch um 4 weitere Bleistifte kümmern. Und das ganz alleine. Red ist hinter uns. Professor Red. Bro, wir können über alles reden! Ah! Stopp! Digga, ich hab immer voll Angst, dass er die Tür irgendwie aufreißt und mich aufisst. No joke! Digga! Ihr seht, 3 Uhr nachts, Rainbow Friends 3. Mit Abstand das schwierigste Rainbow Friends aller Zeiten, ne? Bleistift! Ja! Let's go! Wir haben 8 Stück, die letzten beiden werden uns angezeigt. Die sind direkt da. Leute, wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Lasst doch mal ein Like und ein Abo da, wir müssen das schaffen. Wir werden wahrscheinlich der Erste, der es geschafft hat, Rainbow Friends 3 durchzuspielen um 3 Uhr nachts. Oh. Red und... Digga. Jetzt. Let's go. Renn. Der letzte Bleistift, wir haben ihn. Okay, wir haben den vorletzten Bleistift. Da hinten ist der letzte. Der letzte Bleistift. Nein, komm schon, bitte. Es ist der letzte Bleistift, der letzte. Jetzt. Let's go. Ja! Bitte, das muss das Ende sein.
Es ist Rot! Lasst uns ihn angreifen! Ja! Ja! Professor Dr. Rot! Wir müssen ihn fertig machen. Aua! Wir sind ganz alleine, wir müssen ihn fighten irgendwie. Er teleportiert sich. Es ist, Bruder, ich glaube, es ist Endboss-Fight. Leute, lasst alle ein Like da jetzt. Endboss-Fight, Angriff. Junge, nimm das. Wir sind komplett alleine. Nimm das, Professor Dr. Rot. Yeah! Er hat unnormal 4 HP. Er hat geisteskrank 4 HP. Wir dürfen nicht sterben. Oben rechts ist unsere Lebensanzeige, by the way. Wir könnten es schaffen, komplett alleine Rainbow Friends 3 um 3 Uhr nachts durchzuspielen. Wir könnten es schaffen. Junge, wären wir nicht alleine, der wäre schon lange tot. Aber wir sind halt alleine. Nein, ich bin zu weit weg. Bitte, bitte, bitte jetzt. Komm schon. Nein. Junge, es war so knapp, Alter. Oh, oh, oh. Lauf, 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 lauf. Sehr wichtig. Das ist dein Ende, Dr. Professor Rot. Ja. Hör auf, bitte. Ich höre nicht auf. Du hast alle umgebracht. Tut mir leid. Ich werde aufhören, böse zu sein. Das würde ich dir raten, Dr. Professor Rot. Wir müssen darüber nachdenken. Schreibt in die Kommentare, sollen wir ihn verzeihen? Oder seid ihr der Meinung, nein, wir müssen ihn jetzt zur Strecke bringen? Wir können jetzt abstimmen. Sollen wir ihn leben lassen? Ich sag nein. Nein. Ich sag nein. Ich sag nein. Du warst zu böse. Du wirst sterben müssen. Was passiert jetzt? Oh, oh. Oh, oh. Was passiert jetzt? Oh, ich glaube, er ist jetzt weg, Leute. Tut mir leid, Rot. So ein bisschen tut's mir schon leid. Okay, Freunde. Ihr seht, glaube ich, das war das Ende von Rainbow Friends Kapitel 3. Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, welches Roblox-Spiel ich als nächstes spielen soll. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.